So, das Ding ist schon einigermaßen mehr. Ich habe die Gleichung hier oben mal liegen, hängen gelassen. Jetzt müssen wir dazu die Zustandstabelle machen und die ist schon mal einen Haufen länger. Und ihr habt das in dem Video eben gesehen, deswegen will ich euch das jetzt in diesem Fall ersparen und schreibt das alles schnell hin. So, da ist sie auch schon, die Zustandstabelle. Wir gehen das nochmal ganz kurz am Anfang durch. Nehmen wir an, wir sind im Zustand 1. Dann gibt es die Ausgabe 0. Das ist diese 0 hier. Wenn wir im Zustand 1 eine 0 reintun, ist dieser Fall, dann kommen wir als nächste Ausgabe in den Zustand 4. Das ist dieser Zustand 4 hier. Wenn wir eine 1 reintun, kommen wir nachher in Zustand 5. Das ist die 5 hier. Und so habe ich es einfach für alle gemacht. Ist ein Haufen Arbeit auf jeden Fall. So, jetzt, das war sozusagen der Schritt 1. Jetzt kommt nochmal der Schritt 2, den mache ich jetzt hier hin. Und dann machen wir genau dasselbe wie eben. Ich wechsle mal die Farbe für die Gruppierung. Wir gucken uns also erstmal an, hier was die erste Formel erfüllt. Und zwar ist das alles, was dieselbe Ausgabe hat. Das heißt, das hat dieselbe Ausgabe, das hat dieselbe Ausgabe und das hat auch dieselbe Ausgabe. Also im Grunde alles mit 0. Und die gehen wir jetzt mal durch. So, wir machen es wieder wie eben mit den Paaren. Es sind nur diesmal mehr, deswegen jetzt bitte die Reihenfolge oder die Art und Weise beachten. Wir haben zum ersten den Zustand 1 und 2. Ups. So, das schreiben wir wieder hier hin. Ich mache hier mal so einen Strich durch. Und der führt bei 0, bei Ausgabe 0, führt der in den Zustand 7 und 4 und 7. So, und bei Ausgabe 1 führt er in den Zustand 5 und 6. Okay, dann haben wir jetzt quasi diese Verbindung gemacht. Und jetzt gucken wir uns an 1 und 5. So, das schreiben wir jetzt hier hin. Und auch hier machen wir wieder die Paare mit 4 und 3. Also wir verbinden diesen Folgezustand mit diesem Folgezustand. So, und dasselbe machen wir auch hier mit dem nächsten Folgezustand. Und zwar ist das dann 5 und 1. Und ich hatte eben ja schon mal erklärt, im Grunde ist die Reihenfolge egal. Eigentlich hätte ich hier auch die 3 lieber vor die 4 schreiben sollen, dann ist es nachher besser zu vergleichen. Aber das ist innerhalb ist es kein geordnetes Paar. Dann mache ich das mal wieder weg. Und dann müssen wir uns das nächste Paar angucken. Jetzt hatten wir uns die 1 und die 5 angeguckt. Und jetzt gucken wir uns die 1 und die 8 an. So, dann gucken wir uns an, das Paar 1 und 8 hat die Folgezustände 4 und 7. Und dann hat das, wenn man die 1 reingibt, die Folgezustände 5 und 2. Wie gesagt, die Reihenfolge ist egal. Wieso die egal ist, erkläre ich später wieder. So, und jetzt müssen wir uns das nächste Paar angucken. Und zwar der Zustand 2 und der Zustand 5. Die schreiben wir jetzt hier auf. Und normalerweise könnte man ja meinen, wir müssen ja hier, also wir müssen jetzt die Zustände so nach unten hindurchgehen. Und wieso muss ich denn jetzt nicht 2 und 1 hier hinschreiben? Der Grund ist, weil ich habe ja hier schon 1 und 2. Und da das jetzt keine geordneten Paare sind, brauche ich hier nicht zweimal die 1 und die 2 hinschreiben, weil es nachher eh egal ist. So, dann hätten wir, achso, wir verbinden gerade diese beiden. Und dann haben wir als nächsten Zustand 7 und die 3. Und als weiteren nächsten Zustand die 1 und die 6. So, und als nächstes, dann können wir das mal wieder wegmachen hier. Wow, das ist nicht so schlimm. Als nächstes gucken wir uns den Zustand 2 und den Zustand 8 an. So, also ich denke, ihr habt jetzt verstanden, was ich hier mache. Ich gehe die Liste im Grunde einfach nur von oben nach unten durch und gucke, welcher Zustand hat dieselbe Ausgabe und mache dazu hier diese Paare. Und damit sich das Video nicht zu lange in die Länge streckt, schreibe ich das jetzt alles mal hier rechts hin und ihr guckt einfach nur zu. So, das war's. Ich habe jetzt, musste das zwischendurch mal nach links verschieben, weil einfach der Platz nicht gereicht hat. Stellt euch einfach vor, das ist eine Liste, die untereinander ist. Oh, ich sehe auch, ich habe gerade einen vergessen, und zwar die 3 und die 4. Die schreiben wir noch schnell hier hin. So, dann haben wir jetzt aber auch alle. Und was wir jetzt machen ist, wir gucken, ob der Folgezustand von dem einen äquivalent zum Folgezustand zum anderen ist. Und das überprüfen wir im Grunde dadurch, dass wir hier durchgehen und gucken, gibt es das, was auf der rechten Seite steht, auch auf der linken Seite. Wenn es das nicht gibt, dann streichen wir es durch, weil dann ist es offensichtlich nicht der gleiche Zustand. Gut, dann wollen wir mal durchgehen. Fangen wir an bei 4,7. Finden wir 4,7 steht hier. Okay, ist alles okay. 5,6 steht es irgendwo hier auf der linken Seite.
Nein, steht da nicht. Also wissen wir, können wir wegstreichen komplett. So, dann gucken wir hier 3,4. Gibt es das irgendwo? Ah, hier unten gibt es 3,4. Und gibt es 1,5 irgendwo? Oh, das ist es ja selbst. Das sieht doch gut aus. Ist ein guter Kandidat. Dann kommen wir zum nächsten. 4,7 steht wieder hier. 1, was ist das? 2,5 ist das. Steht hier unten. Alles okay. Das ist auch ein prima Kandidat. Gucken wir 3,7, 3,7, 3,7 steht hier auch gut. 1,6 haben wir leider nicht. 1,6 fliegt raus. 7,7. Das steht in der Tat nicht auf der linken Seite. Aber das ist ja schon gleich. 7, der Zustand 7 ist ja der Zustand 7. Das heißt, das brauchen können wir im Grunde ignorieren. Das ist ja schon äquivalent. Da sind ja beide Folgezustände schon gleich. Also gucken wir nur nach der 6,2. Und die finden wir nicht. 6,2 und 2,6 ist nicht vorhanden. Also weg damit. 3,7. 3,7, 3,7. Oh, steht hier oben. Sehr gut. Haben wir 1,2. 1, oh, jetzt wird es interessant. Steht hier oben. Ist aber durchgestrichen von vorher. Kann also auch weg. Gibt es also quasi nicht mehr. Hier unten auch 1,2. Kann direkt weg. 3,4. Das heißt, die 1,5. Gibt es irgendwo die 1,5? Hier gibt es 1,5. 3,4. 3,4, das ist ja dasselbe. Ah, das sieht gut aus. Das ist ein schöner Kandidat. So, und dann haben wir 3, 1,8. Gibt es irgendwo 1,8? Hier ist 1,8. Okay, die 4,4. Wie ich eben schon erklärt habe, 4,4 ist ja sowieso wie bei der 7,7 der gleiche Zustand. Also ist das auch ein guter Kandidat hier. 5,2 gibt es nicht. Also, Moment, 2,5 gab es mal. Gibt es aber nicht mehr. Also weg damit. 5,8 bzw. 8,5. Ist jetzt eindeutig nicht hier drin, also auch weg damit. 2,8, gibt es die 2,8? Hier gab es mal eine 2,8, ist aber weggestrichen worden, also muss das auch weg. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Das ist übrigens der Schritt 3, können wir hier drüber schreiben. Dann kommen wir nochmal 4,3, das ist hier, okay, das ist tatsächlich vorhanden. Die 1,5, die können wir im Grunde sogar einfach wegmachen. Die können wir, ach so, können wir eigentlich ignorieren, weil das ist ja der Zustand selber. Und wenn das der gleiche Zustand wäre, dann wäre das ja auch der gleiche Zustand. So, dann gucken wir weiter. 4,7 gibt es nicht mehr. Gab es vorher. Also weg mit der 1,8. Gucken wir weiter. Hier ist 3,4. Ist wieder dasselbe Spiel. 1,5 gibt es auch. Hier 1,8 gab es bis eben noch. Gibt es jetzt nicht mehr. Und das wird auch weggestrichen. Und jetzt machen wir den Ganzen nochmal und stellen fest, oh, die kann man also nicht wegstreichen. Und das ist unser Ergebnis. Dadurch, dass die jetzt übrig geblieben sind, wissen wir jetzt, dass 1 und 5 derselbe Zustand ist und 3 und 4 derselbe Zustand sind. Das heißt, das hier, ups, und das hier ist in diesem Graph ein Zustand. Ich gehe nochmal eine Folie zurück, wenn wir uns erinnern. Oh, das hier, da waren die auch schon der gleiche Zustand und ist im Grunde jetzt dasselbe Ergebnis. Nur nochmal mit ein bisschen mehr da drumherum. Ja, und das ist auch schon das Ergebnis eigentlich des Ganzen.